Mein Name ist Dr. Raimund Müller-Stefan. Ich bin Lieset Müller-Stefan, bin 33 Jahre alt, praktische Tierärztin. Ich bin jetzt fast 73 Jahre alt und habe diese Praxis ungefähr 1977 übernommen. Ich bin in die Praxis meines Vaters eigentlich schon ziemlich zu jungen Jahren reingerutscht. Habe schon als kleine Fünfjährige immer auf dem OP-Tisch gesessen, die Fäden abgeschnitten und Papa kluge Ratschläge gegeben beim Operieren. Das hat sich bis heute nicht geändert. Dann bin ich 2016 in die Praxis meines Vaters gegangen und habe dann im Jahr 2019, Ende des Jahres, die Praxis übernommen. Und ich bin zurückgetreten und Lieset führt die Regierung und führt die Praxis und ich helfe, wenn man mich braucht. Und bin jetzt hier Praxisleitung und glückliche Tierärztin. Ja, wir haben das große Glück, hier in der schönen Wedemark zu wohnen und zu arbeiten. Das ist 20 Kilometer nördlich von Hannover. Wir sind in Mellendorf beheimatet. Schon seit über 40 Jahren treibt mein Vater hier dieses Tierarztpraxiswesen voran. Und wir sind eine Gemischtpraxis. Das heißt also, letztlich vom Hamster bis zum Rind behandeln wir alles. Wir verstehen uns als haustierärztliche Praxis. Das heißt, wir sind so der erste Anlaufpunkt für alle Wehwehchen, die dann mal einfach zu lösen sind und mal schwierig zu lösen sind. Wir haben schon immer relativ viel operiert für eine tierärztliche Haustierarztpraxis. Das machen wir auch weiterhin. Also wir bieten alle Weichteil-OPs an und auch ein paar kleinere knochenchirurgische Eingriffe machen wir. In der Pferdepraxis sind es überwiegend gynäkologische Fälle, die durch meine Promotion und dem bin ich an die Reproduktionsmedizin geraten. Und in der Kleintiermedizin absolut im Aufschwung ist die Zahnmedizin und das ist auch bei uns in der Praxis ganz deutlich zu spüren. Da haben wir uns gut aufgestellt, haben gute Geräte und können da wirklich vernünftige Arbeit anbieten. So, Lieset macht die anspruchsvolleren Sachen mit Röntgen, Ultraschall und solchen Sachen. Und ich bin eben noch so von der alten Tierarztsorte, die eben dann selber die Füße hochgenommen haben und dann manuell sozusagen bedient haben. Lieset kann das alles schon Hightech-mäßig. Da teilen wir uns das eben so ein. Wenn sie besondere Spezialitäten hat, technischer oder auch diagnostischer Art, dann macht sie das. Und ich halte ihr den Rücken frei mit solchen Dingen, die plötzlich und sofort eine Behandlung bedürfen. Auf jeden Fall ist das eine ganz schöne Sache, wenn man die eigene Tochter die Praxis übernimmt und man dann mit ihr zusammen die weitere Entwicklung der Praxis gestalten und verfolgen kann. Natürlich tritt man etwas wehmütig zurück. Das ist wie so ein Kapitän, der sein Schiff verlassen muss. Aber andererseits wusste ich, dass es denn in gute Hände kommt und dass ich vor allen Dingen immer noch so ein bisschen mitmachen darf. Ja, wir sind aktuell drei Tierärzte in dem Team. Jüngst dazugekommen ist Janine, gerade jetzt 2020 Examen gemacht an der Tierärztlichen Hochschule. Und wir sind ganz froh, dass wir sie für unsere Praxis gewinnen konnten. Dann ist es natürlich mein Vater, der Praxisgründer ist und die Praxis geleitet hat, bis ich sie 2019 übernommen habe. Und ich. Wir ergänzen uns ganz gut, sind, glaube ich, ein ganz lustiges Team, mögen uns sehr gerne. Ja, ich bin ganz stolz darauf und er, glaube ich, auch. Ich bin sehr gerne Tierärztin und das war letztlich auch schon von Anfang an so. Ich liebe es vor allem mit den Tieren und den Tierbesitzern irgendwie gemeinsame Sache zu machen, gemeinsam irgendwie dafür zu streben, dass wir das Tier gesund kriegen, dass man einen vernünftigen Weg findet, dass man auch manchmal abwägt, was am besten ist für welchen Patienten. Lieset ist als Tierärztin spitzenmäßig, kümmert sich um jeden Scheiß ganz intensiv. Das macht sie gut.